Movie Inside, der Dark Frequency Filmtipp mit Jörg Gottschling. Action! Einen fröhlichen Weltuntergangshandschlag wünsche ich. Da das Ende der Menschheit nicht mehr länger auf sich warten lässt, habe ich beschlossen, euch schon mal in die richtige Stimmung dafür zu bringen. Denn heute stelle ich euch wieder einen Animationsfilm vor. Doch keine Angst, auch diesmal handelt es sich nicht um einen von Disney und Pixars oder DreamWorks Knuddelmuffelfilmchen. Nein, heute geht es um den Endzeit-Actionfilm Nein. Wir hatten solches Potenzial, solche Möglichkeiten. Doch wir vergeudeten unser Talent, unsere Intelligenz. Unser blindes Streben nach Technologie beschleunigte nur den Untergang. Unsere Welt neigt sich ihrem Ende zu. Doch das Leben muss weitergehen. In einer postapokalyptischen nahen Zukunft zeigt sich das gesamte Ausmaß eines Krieges, der niemals stattfinden sollte. Mitten in diesem Chaos erwacht eine kleine Maschine in Jutehaut und mit der Zahl 9 auf dem Rücken. Schnell wird ihm bewusst, dass die Erde zwar unbewohnbar und doch nicht völlig entvölkert ist. Und dass dort eines immer noch hochgeschätzt wird: Freundschaft. Warte, ich bin ein Freund. Ja, das hatte ich immer gehofft. So gut durchdacht. Die Details. Geschnitztes Holz, ausgeformtes Kupfer. Du kannst nicht sprechen. Komm mit. Ein rattenähnliches Roboterskelett nimmt bald die Fährte des kleinen Männchens auf und jagt ihn durch die Trümmer einer verrotteten Stadt. Im Gehetze trifft er auf einen Artgenossen, seine Bezeichnung 2. Dieser kann 9 im letzten Moment retten, wird jedoch selber von der Bestie verschleppt. Ist schon gut. Ich tu dir nicht weh. Du bist in Sicherheit. Wo bin ich? Bei uns? Ich hätte nie erwartet, noch einen anderen zu sehen. So, das dürfte halten. Wenn 2 hier wäre, hätte er es besser gemacht. Ich frage mich, wo er hin ist. Ich war bei ihm. Bei 2? Wo? Da draußen? Was hat er doch... Du verbirgst etwas vor mir, wie ich sehe. Ich wollte es dir gerade sagen. Wer ist das? Ich habe ihn gefunden. In der Leere. Was hast du da draußen gemacht? Du führst das Biest direkt zu uns. Aber wie oft habe ich es dir gesagt? Das Biest. Es hat sich 2 geholt. Wir können ihn retten, wenn wir uns beeilen. Wenn das Biest ihn geholt hat, dann ist es vorbei. Im Laufe der Entwicklung lernt der kleine Roboter weitere Mitstreiter kennen. Sie alle sind, wie ihr euch wohl schon gedacht haben werdet, durchnummeriert. Ihr Anführer ist, nicht überraschend, 1. Versteckt hausen sie im Schutze einer alten Kirche und leben ein Dasein in Angst vor der Bestie. 9 hingegen ist anders. Er will mehr über den Ursprung erfahren und macht sich zusammen mit dem ängstlich neugierigen 5 auf die Suche nach 2. Warum hört ihr auf 1? Eine Gruppe braucht einen Anführer. Was ist, wenn er sich irrt? Geh mit mir. Ich schaff das nicht allein. Ich kann nicht. Aber hätte er nicht nach dir gesucht? Warte.
Wir werden eine Karte brauchen. Regisseur und Drehbuchautor Shane Acker konstruierte eine Welt, die gleichermaßen beängstigend wie unglaublich melancholisch wirkt. In einem Kurzfilm erzählte er bereits 2005 im Rahmen seiner Abschlussarbeit die Geschichte der kleinen Roboter. Mit Unterstützung namhafter Filmproduzenten wie Tim Burton gelang es ihm, seinen Kurzfilm zu einem Kinofilm mit epischen Weiten auszubauen. Wem wundert es daher, dass der Stil der Welt einen deutlichen Touch The Nightmare Before Christmas bekommen hat? Doch lasst euch von dieser Tatsache nicht abschrecken, denn weder fangen die kleinen Wesen an zu singen, noch versucht der Film, kindgerecht zu sein. Vielmehr überwiegen actiongeladene, rasante Kampf- und Verfolgungsszenen. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Wir können nichts für ihn tun. Nein ist ein Animationsfilm, der sich lohnt, denn er ist eines der wenigen Werke, das ohne viel Text auskommt und doch eine unendliche emotionale Tiefe erreicht. Und trotzdem verliert er nicht an Unterhaltungswert und gleicht die schrecklich schöne Melancholie der städtischen Einöde mit explosiven Robokämpfen aus. Chainsaw Massacre 9, ein Film über Roboter, die mehr Mensch sind als manch einer von uns.